Sandwiched between Dortmund and Düsseldorf, you'll find Mülheim Racecourse in Germany. This is the home of Prix de l'Arc de Triomphe winner Torquato Tasso. Torquato Tasso on the outside in the yellow jacket has a fantastic chance for Germany. Torquato Tasso's won it. Arc day. Yeah. Torquato Tasso had huge odds in the Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. It was a special day. Unbeschreiblich war. Ich habe erst mal eine Weile gebraucht, um das wirklich zu verstehen. Das war. Wir sind ja hingefahren. Wir haben gesagt, wenn wir eine Platzierung erreichen, dann sind wir schon happy. Aber das Rennen dann zu gewinnen, das war unbeschreiblich. Ich habe ein paar Tage gebraucht, um das zu verstehen und zu verarbeiten. The first reaction was, we have to go downstairs to see Marcel. And I saw my boss crying. And normally he's not very emotional. Then I realized that this moment is really, really special. We was very hopefully because there was a lot of rain. Maybe we can earn money, and that was the plan. So the win was definitely a celebration. I passed the line, and I can't realize it. I really can't realize it. On this evening, many people want to celebrate with me the arc, the win in the arc. But I say sorry, but I can't realize it. I have to go in the hotel, back to the hotel. I need to sleep. And now, just about to go for another big race, the King George. Der Plan war letztes Jahr ziemlich schnell gereift. Nach dem Arc haben wir die Route besprochen für diese Saison. Und die King George sind relativ schnell gefallen. Und es war auch ein Wunsch und ein Ziel auch vom Besitzer. Er möchte unbedingt gerne da mal laufen. Und deswegen haben wir das von Anfang an mit eingeplant und wäre natürlich mega, wenn wir dort uns gut performen, wenn wir dort gut performen können, aber er wird immer noch nicht auf 100% sein. He is in pretty good shape. He's back to his old form. And I was very happy with the work in the morning. That was a strong pace and he finished very, very, very fast. Does he feel like he was just before he won the arc? Yeah, nearly, really? Nearly the same, yeah. Ich war mit der Schlussarbeit sehr zufrieden. Also die Art und Weise, er geht auch immer mit dem gleichen Führpferd und daran erkenne ich auch immer schon, wie gut die Arbeit war. Die Arbeit war sehr gut gewesen und die Art und Weise, wie er sich dann zum Schluss wieder gelöst hat, ist seine Art, ist es, den Kopf unheimlich nach oben zu strecken, was für andere immer so ein bisschen wild aussieht, aber daran sehe ich immer, dass er gut auf dem Posten ist. Also ich war sehr zufrieden mit der Arbeit. Think can he win? I wouldn't be surprised if he win. Yes, we have a lot of respect. There are so many good horses and the best horses, but we are not afraid. So I think yes, for me. I wouldn't be surprised if he win. Als Außenseiter würde ich ihn nicht sehen. Ich schätze ihn schon als dritter, vierter Favorit mit ein, auch berechtigt aufgrund seiner Form. Und nein, auf keinen Fall als Außenseiter. Also gewinnen ist ein Traum, ein großer Traum. Eine Platzierung zu erreichen dort, das wäre für uns schon mega. Für mich wäre das wie ein Ritterschlag und ich glaube für den deutschen Rennsport auch nochmal, das Rennen wurde ja schon zweimal in der Vergangenheit gewonnen, aber also für mich persönlich wäre es wie ein Ritterschlag. He's really special, he's a really special character. We are very proud to have a horse like him. And this is a real German breed horse, so that makes us unbelievable crowd.